Hi zusammen, hier ist Manuel. Heute geht es auf eine Night Ranger Patrol. Das ist nämlich auch ein großer Bestandteil von dem Ranger-Programm, dass die Rangers auch nachts rausgehen, um auf illegale Aktivitäten zu checken, zum Beispiel wie Elektrofishing. Und wir schauen mal, was wir finden. Ich gebe euch Einblicke in die Night Patrol und let's go. Hi, Pagdavis. Wir sind jetzt auf der Suche nach Fischerbooten, die vielleicht illegales Fischen machen, also mit Elektrofischen. Das normale hat ungefähr einen Radius von 4 Meter und die können das durchgehend laufen lassen. Das Problem ist halt am Fluss, dass es ja auch sehr gefährlich werden kann für die Flussdelfine, und das ist nicht erlaubt, Elektrofischen. Wenn es nicht die Flussdelfine erwischt bei dem Elektrofischen, dann nimmt es sehr viel Essen weg für die Delfine und es sehr verboten und schadet dem Ökosystem. Deswegen sind wir auf der Suche nach Fischerbooten und schauen wir mal, ob wir was finden. Also es regnet auch, das kann natürlich sein, dass jetzt hier nicht so viele draußen sind, aber die Rangers machen diese Night Patrol von 7 Uhr abends bis 1 Uhr in der Nacht. Also es ist wirklich wichtig, um wirklich nachhaltig dieses Ökosystem zu beschützen, und alleine schon, wenn die Rangers draußen sind, das wissen ja die Fischer und sehen das mit den Lichtern, dann verschwinden die schon. Und solange man schon Präsenz zeigt, ist das schon ein echter Hammer. Und ja, das machen wir. Vielleicht finden wir auch Krokodile. Mal schauen. Und ja, weiter geht's. Bremer ist einfach so ein junger, talentierter Filmemacher. Er hat so ein gutes Auge, wie man Sachen richtig nice in Szene stellt. Ich bin so froh, dass er bei dem Team von Ecosystem Lumi dabei ist. Die Kohlenmine hinter mir ist auch aktiv während der Nacht. Am liebsten würde ich ja das alles abschalten, aber ist leider nicht so einfach. Die Firmen hier machen das ja auch nur, weil Kohle so profitabel ist und wegen dem Demand. Wenn nicht so viel Kohle gebraucht werden würde, würde ja nicht so viel abgebaut werden und hier durch den Mahakam-Fluss transportiert werden, wo so gefährdete Arten leben. Da sieht man mal, was das alles für Konsequenzen für unsere Umwelt hat. Wir sind jetzt in ein richtig krasses Gewitter gekommen, es schüttet so heftig, und so kann es dann auch mal kommen bei den Ranger Patrols, aber die Rangers müssen trotzdem rausgehen und nach illegalen Aktivitäten. Ja, also es ist wirklich kein einfacher Job, aber klasse Arbeit hier. Das ist halt einfach die Realität, und bis jetzt haben wir noch keine irgendwelche illegalen Anzeichen gefunden. Ja, schauen wir mal. Das war echt eine krasse Erfahrung, mitten in der Nacht bei diesem krassen Sturm draußen zu sein und nach illegalen Aktivitäten zu suchen. Wir konnten jetzt keine finden, auch kein Electrofishing. Also Budi hat mir erzählt, dass vor allem das Electrofishing früher sehr, sehr oft stattfand. Jetzt ist es immer weniger geworden durch die Ranger Patrols. Und da brauchen wir euren Support. Wenn ihr das Ranger-Programm für die Flussdelfine unterstützen möchtet, ist wirklich ein Herzensthema. Hier ist der Spendenlink, würde mir sehr viel bedeuten. Ich hoffe, euch haben die Einblicke von diesem Video gefallen und ich konnte euch wirklich zeigen, wie eure Spenden ankommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
Wir haben einfach gerade Proboscis Monkeys entdeckt hinter der Dolphin Station. Und es ist so crazy. Hier ist einfach die Dolphin Station und hier sind die Proboscis Monkeys. Alter, insane. Einfach ein geiles Wildlife hier am Mahakam River. Proboscis Monkeys sind vor allem bekannt wegen ihrer langen Nase und sind sogar auch vom Aussterben bedroht. Und es ist einfach so surreal, die jetzt hier neben der Dolphin Station zu finden. Herr Bremer im Stativ und ein T-Shirt über dem Kopf, weil es schon anfängt jetzt zu regnen. Schon irgendwie insane, die hier zu sehen. Das ist das zweite Mal. Das erste Mal habe ich die gesehen beim ersten Borneo-Trip in 2018 im Tanjung Puti National Park. Raincover. Yeah.